Stell einen Charakter. Und das hängt. Oh. Ja, ja, dann sag ich mal willkommen zurück bei einer weiteren Staffel Valguero. Liebe, liebe Freunde, ich spiele nicht alleine. Ich spiele heute mit dem lieben guten Hexerle. Hallo Hexerle! Hallo! Und ich spiele nicht nur heute mit ihm, ich spiele jetzt auch die nächste Zeit mit ihm hier auf diesem Server. Denn ich muss alles nochmal von vorne anfangen. Ich habe meine Palette ist vollgelaufen und das Ding war, die Spielstände waren irreparabel irgendwie. Genesis habe ich irgendwie versucht auch noch zu retten. Das Problem an der Geschichte war jetzt allerdings, dass die ganzen Strukturen, die ich da gebaut habe, sind weg. Das heißt, ich muss mir überlegen, was ich jetzt in Zukunft, wie ich das in Zukunft mache, um das zu retten. Müssen wir mal schauen. Ich war ja schlau, bevor ich alles deinstalliert habe, habe ich ein Backup gemacht, aber das Backup mag mich nicht. So sieht es nämlich aus. Ja. Und jetzt hole ich mir hier ein bisschen Stroh und Holz. Ist das zu laut, das Spiel? Ich hoffe nicht. Hexerle, willst du mal erzählen, was wir vorhaben? Ja, wir fangen jetzt auf Valguero wieder an. Und bauen dann erstmal eine provisorische Basis, um dann später weiterzuziehen. Und weißt du auch schon wohin? In die weißen Hügel. In die weißen Hügel. Und warum wollen wir dahin ziehen? Na, weil es gefährlich ist. Und einfach schön. Schön gefährlich. Schön gefährlich. Ja, ich hatte ja schon mal bereits erwähnt, dass ich bin nicht auf der Insel gespawnt. Oh nee, ich bin ja gar nicht auf der Insel gespawnt. Weißt du, wo ich gespawnt bin? Auf der anderen Seite am Strand. Ich wollte doch auf die Insel darüber. Das ist nicht gut. Und ich krieg kein Holz. Das ist doch Scheiße. So, ich schmeiß alles ganz raus, weil... brauche ich nicht. So. Ach, ist das kacke. So, die AA-Workbench halte ich schon mal frei. Das Schöne ist, dass der liebe Hexerle Mods kennt, die ich nicht kenne. Aber ich glaube, die AA-Mod... Warum habe ich das jetzt freigeschaltet? Aber ich glaube, die AA-Mod kennst du auch nicht so gut, oder? Nee, die habe ich bisher noch nicht verwendet. Warum ist das Trike da wütend? Junge, das ist ein Tech-Trike und das ist Hammer. Es ist ein korruptes Alpha-Trike. Fuck off! Junge, es ist außer Rand und Band. Das greift ja alles an, die dumme Sau. Oh, sind da Korrupte auch noch bei jetzt? Ja, Entschuldigung. Schaffen wir schon. Ich glaube, das ist ein bisschen aggressiv. Es sind die Mods, die... Das sind die Mods. Junge, das legt sich tatsächlich mit dem Bronto an. Oh, ich habe einmal Holz gekriegt. Unfassbar. Ich möchte hier eigentlich ungern in der Nähe von dem Viech sein. Okay. Ah, jetzt kriegen wir hier wieder dieses Hungerproblem. Das ist schlecht. Das war immer nicht so schön hier. So, Herstellung. Mach mir eine Pegge. Ich hör's. Ohne Scheiß, ich hör das Viech. Steampunk Mallet. Ja, genau, Steampunk. Das ist eine sehr interessante Mod, die ich halt noch nicht kenne. Und die kennt aber Hexerle. Und ich glaube, die wird er mir dann erklären, wenn es soweit ist. Er hat allerdings gesagt, so ab Level 60 rum soll das losgehen mit der Steampunk-Mod. Wo ist denn dieses Alpha-Ding jetzt? Warte, ich... Da bist du doch. Oh, hab ich mich erschrocken? Ich denke, was ist das denn?
Ich habe mich gerade richtig hart erschrocken. Da ist das. Guck mal hinter dir. Guck mal da oben. Ich schwöre dir, warte, ich mach mal Trap-Einladung, Alter. Warte. Bleib doch stehen! Hast du? Hast du gekriegt? Nee, bist weggelaufen. Warte. Wollen wir mal gucken gehen? Hast du angenommen? Ja. Oh, das lebt. Natürlich lebt das. Hast du gesehen, dass der Gacha geflogen ist? Ich weiß nicht, vielleicht sollten wir hier weg. Wollen wir einfach zur Insel rüberschwimmen oder wollen wir hier bleiben? So rüber. Aber nicht, dass da dann korrupte Zweige sind. Naja, ich meine, wenn hier eins ist, vielleicht haben wir die Chance, dass da drüben keins ist. Welche Mod ist denn das jetzt gewesen, die ich da jetzt... Oh, warte, da gibt's aber gratis Fleisch. Warte, ich will das Fleisch haben. Und ich hol das. Der Bronto ist tot und liegt da. Siehst mich nicht. Aber in den Büschen kann er mich eigentlich nicht sehen, oder? Aber vielleicht hinten. Scht. Er ist mit dem Rücken zu dem Ding. Oh nein. Oh nein. Warte. Ich will nur ein bisschen Leiche. Mich gesehen. Oh, fick dein Leben. Entschuldigung. Ah, lauf! Ins Wasser! Lauf! Oh, Stamina! Das war ein... Das war ein Schlag, Alter. Hey, ich bin wieder da. Bin aber wieder da. Ich gehe jetzt trotzdem Fleisch holen. Oder Gacha liegt da auch noch tot. Ich will keinen Stein. Junge, der hat mich mit einem Schlag ausgeknüppelt, ne? Irgendwann werden wir uns rächen, das ist so. Wo ist er? Wo bist du? Etwas weiter. Weg. Ich habe mich vorhin richtig erschrocken, als du auf einmal da standest. Das ist eventuell sinnlos, was ich hier tue, aber es ist mir gerade egal. Wenigstens ein bisschen was will ich mitnehmen. Oder komme ich an meine Sachen? Oh. Ich hänge im Bronto fest. Okay. Der ist aber ein bisschen zu aggro für meinen Geschmack. Kann er sich bitte ein anderes Opfer suchen? Wo ist dann der Leichenstrahl von mir? Okay, er ist da. Aber wo ist denn der Strahl von meiner Leiche? Oh, ich sehe dich. Also ich habe den Baum gesehen. Aber wo ist denn meine Leiche? Ich habe doch gesagt im Spiel, das Spiel soll... da hinten ist ein... Ist das ein normales Tech-Track? Tech-Stego? Ja, wo ist denn mein... Normaler Tech-Stego, ja. Okay, gut. Ja, aber das Viech nähert sich uns und ich kann meine Leiche nicht finden. Das ist ja ein bisschen ungünstig. Ah, da ist meine Leiche. Oh, meine Leiche ist direkt an dem Viech, ne? Hast du schon eine Axt? Nee, ne? Hier, pass mal auf, ich werf dir mal das Fleisch und so raus, was ich schon hab, und das Leder. Du musst das bitte beschützen. Halt dich von dem Viech fern und ich gehe jetzt meine Leiche holen und dann gehe ich den Rest holen. Okay, er ist mit dem Rücken zu mir. Ich verstecke mich schnell.
Oh nein, ich glaube, er guckt uns an. Oh, ich verhungere. Fuck off. Na, das ist ja wieder ein Ding hier, ey. Pass auf, ich gebe dir das andere Fleisch. Ah, warte, stopp, 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 stopp. Oh, du bist ein guter Mann. Hier, ich schmeiß das Fleisch und Leder hinter dir raus. Und das. Ich denke, ich werde jetzt nochmal sterben. Es ist mir aber egal. Ich versuche jetzt nochmal an den Bronto zu kommen. Leder. Leder ist gut. Also der Plan ist ja jetzt eigentlich, wir wollen uns so schnell wie möglich ein Floß bauen. Und dann rüber, ne? Genau. So ist der Plan. Spring doch darüber, du Alte. So, ich gehe jetzt oben rum. Oh, jetzt hängt der Typ echt an der Leiche oder was? Ist mir egal. Ich muss das riskieren. Fleischleder, Fleischleder, und Filet. Hm. Ich riskiere das jetzt. Und schnell weg. Okay, hat mich nicht gesehen. Ja, der ist wieder sauer. Mich würde ja interessieren, welches Level der Typ hat. Okay, den Gacha habe ich auch. Oh nein, oh nein. Hat er dich gesehen? Oh, er kommt in deine Richtung. Nee, der ist auf dem Stego. Okay, das ist ja gut. Ui. Mit zwei Stößen hat er den gelegt. Hey, aber wir kommen einfach an Stuff. Jetzt bin ich nur am Verhungern, das ist das Problem. Das ist ein bisschen aggro, ne? Vorsicht, der kommt durch den Wasser. Ich sehe ihn. Aber er geht in der. Er geht auf dich. Oh, ist das eine Drecksau. Okay, ich hol den Stego. Oh. Ich hol nicht den Stego. Nee, jetzt doch, ich hol den Stego. Okay. Das Ding ist, ich verhungere und es wird bald dunkel. Weißt du was? Ich schwimme rüber. Ich versuche es jetzt. Ich versuche es. Es ist kalt, es ist alles kacke. Ich schwimme jetzt einfach. Und hoffe, es greift mich nichts an. Ich hoffe sehr, es greift mir nichts an. Oh. War's nicht gut. Ich schwimme einfach gerade rüber. Und nichts, bitte nichts kommt von unten. Das ist so eklig. Ich wusste gar nicht, dass du so quietschen kannst. Das ist ja schön. Aber überall ist besser als da bei ihm. Kommst du klar? Ja, hatte gerade eine Auseinandersetzung mit dem Opel Manta. Oh, ich sterbe langsam. Oh, ich muss darüber, ich muss rüberkommen. Bitte, 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 ich darf jetzt nicht sterben. Ich erfriere und ich verhungere. Oh, das wird knapp. Oh, ich brauche eine fucking Fackel. Oh, ich darf ja nicht mehr so reden. Oh, das wird hart knapp. Ich will hier jetzt nicht. Okay, ich bin drüben. Herstellung. Feuerstein und Holz. Oh, fuck. Holz, Feuerstein. Schnell, 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 schnell. Fackel. Oh, ich darf jetzt nicht sterben. Sonst muss ich wieder rüberschwimmen. Was passiert, wenn ich jetzt rohes Fleisch esse?
Ich esse jetzt, ist mir egal, ist mir egal. Und ich sterbe. Nee. Das ist ganz schlecht. Mhm. Das nützt ja nichts. Wo bin ich denn jetzt? Ich bin. Ich glaube. Ich bin auf der Insel gespawnt. Oh, geht das jetzt hier? Ah, gut. Also hier geht's. Auf dem Server geht es. Dass ich den Trick machen kann mit dem Gamma, mit den Gamma-Werten. Aber gut, ich bin hier gespawnt, dann ist ja alles super. Wo bist du? Ich bin auf Stream. Oh nein. Hast du Spaß? Ja. Ich bin dann jetzt ausgewichen, hab meine Sachen wieder und jetzt muss ich nur rüber. Okay, gut. Ah, warte mal, eine Axt muss ich erstmal her. Oh, Lederschlafsack. Fundament mache ich jetzt erstmal. Und Storage Box. Und Lagerfeuer habe ich ja eigentlich schon. Bett ab Level 7. Okay, gut. Achso, warte. Oh, so ein Scheiß, ey. Gut, ich brauche nochmal Feuerstein. Ich halte mich beim Übergang ungefähr auf, wo es rüber geht, also von beiden Inseln halt jetzt, ne? Also zwischen beiden, oder? Genau, ich bin hier, du wirst mich finden, okay. Wenn du es schaffst. Ich hoffe, du schaffst es. Ich möchte hier bitte nicht alleine bleiben. Kann ich dich reparieren? Dich kann ich reparieren. Dann kommt das Lagerfeuer hin. Weißt du was? Ich stelle hier einfach ein Feuerchen hin und dann kannst du sowieso sehen, wo ich bin. So. Wir wollen ja nicht für immer hier bleiben, ne? So, das da rein. Habe ich schon noch ein wenig Holz? Ey, ich warte mal, ich muss mich auch mal ausklumpen hier. So. Oh, hier sind Petri. Ja. Was sind da? Petris? Ja. Als Schutz vor dem Viech oder was? Weißt du, wie ich ihn nenne? Nee. Die sind hier auf der Insel. Ach, bist du auf der... Ah. Weißt du, wie ich das Viech da drüben nenne? Manfred. Aber ich muss sagen, der hat uns eigentlich ziemlich viel Glück gebracht, der gute alte Manfred. Weil der hat dafür gesorgt, dass wir Fleisch und Leder kriegen von dem Bronto. Also, so schlimm war es jetzt nicht schon. Aber so, wo ist das Lagerfeuer hier? Ich mach mal Leuchtfeuer für dich an, ne? Ich bin schon wieder hungrig, das ist so. Bin doch gewesen. Ah, hallo! Ah. Hier wird's gleich warm. Komm ran ans Feuer, my friend. Und da drüben ist noch ein Ichti. Ich auch. Oh ja, jetzt müssen wir richtig aufpassen, dass wir auch... Oh, komm schnell, iss mal ein Stück Fisch, da ist Fisch drinne. Das erste Steak ist auch fertig, das habe ich mir jetzt geschnappt. Gut, dann würde ich sagen, ich hole ein bisschen Strohgedöns und alles ran. Fasern ist ja immer so blöd hier zu farmen. Mit der Hand, ne? Wegen der Büsche, die sind so blöd. Ja, die sind absolut blöd gemacht. Ich hoffe, man kann dich gut hören. Ich muss mich ein bisschen aufwärmen. Und gerade beim Start, man kann da auch kaum was sehen dann. Ja. Yep. Wenn da irgendwie so ein Trodon mal her pusht, dann ist man beliebt. Nee, aber hier ist kein Trodon auf der Insel, oder? Auf der Insel nicht, aber drüben. Ja, ja, das ist richtig. Das ist richtig, ja. So ein Level noch und dann können wir ein Bett machen. Kann ich schon Fasern? Oh, uns fehlen Fasern. Ah, ich habe einen Punkt gefunden.
Also ich habe, da wir ja jetzt zu zweit sind, habe ich die Zähmgeschwindigkeit ein bisschen hochgestellt, aber nicht zu doll. Das war mir jetzt wichtig, weil wenn ich alleine bin, dann ist das immer so blöde. Also wenn ich jetzt nicht aufnehmen würde, wäre mir das ja Snurz, Furz, weißt du? Aber wenn man zu zweit ist, dann ist das alles chilliger. So, ich mache einmal eine Foundation. Oder kann ich zwei? Eine kann ich. Ich baue aber immer aus S+, aber du auch, ne? Ja. Sehr schön. Und kann ich noch eine Kiste? Ne, da fehlt noch ein bisschen Holz. Okay. Ich platziere die erstmal hier. Oder hier? Hier. So, das ist kalt. Das ist kackekalt. Axt. Einmal schnell ein Bäumchen holen. Wo ist das Bäumchen? Wo ist der Baum? Hier ist der Baum. Ja. Das mit den Büschen ist ein Traum. Hello. So, ich mache uns eine Kiste und dann können wir da den ganzen Scheiß reinstopfen. Und das Schöne ist, ich muss diesmal ja nicht alleine bauen, ne? Nein. Das klang ja gruselig. Bei Genesis fehlt mir so minimal die Motivation dafür. Und jetzt, wo die Strukturen weg sind, ist sowieso so... Bläh. So. Sehr gut. Dann kann der Krempel da mal rein. Vielleicht nicht... Nein. Ich steck das da mal mit rein. Das brauchen wir nicht. Rüber. Wir brauchen eigentlich nur das. Wobei, ich kann ja auch erstmal Farm gehen und dann... Aber wenigstens haben wir Essen. Denkst du dran, dir den Fisch zu nehmen? Ja, hab schon was. Gut. Und Fossfolge. Ich bin echt krass gespannt, ob wir das hinkriegen. Bei den Chalks, also bei dem Gebiet da, dass wir da auch was aufbauen und so. Und ich bin echt gespannt. Sag mal, wie viel Holz holt er denn da? Ich habe die Foundation dahingestellt wegen dem Bett dann gleich, ne? Alter, die macht mich da ganz, ganz wahnsinnig. Aber hier habe ich noch keinen Arschviech Herbert gesehen. Habe ich ihn Herbert genannt? Ja, ne? Obwohl, ja. Ja. Die sind auch ganz woanders. Da hinten beim grünen Obi da in der Nähe. Da ist ein Dunkel und da sind die. Was, die Corrupted? Oder was meinst du? Ach, die Terrys! Ach so, ja. So, wir können jetzt... Upsala. Wir können jetzt ein Bett bauen, mein Freund. Ich schalte das schnell frei, ja? So. Nochmal einen Snack gegessen. Das mit dem Hunger ist so kacke immer, aber es ist jetzt so. So. Wie das aussieht, da fliegen die Büsche da. Bist du der Buschmaster? Petri. So, hattest du die Stoffsachen gelernt?
Nee. Dann spart ihr die, dann baue ich für dich das mit. Ich weiß nicht, ob du schon mal in der ersten Folge von irgendeinem ARK-LP reingeguckt hast. Ich lerne die nie. Niemals. Ich laufe immer nackig rum. Immer. Wie scheiße wäre das jetzt, wenn wir hier so einen Corrupted Petri hätten? Das wäre übel. Aber das Ding haben wir gut, ey. Zum Start gleich echt jeder einmal eins auf die Nase gekriegt. Ich finde das klasse. So. So, Bett. Achso, ich brauche eh das Leder. Leather, gib mir Leather. Wir haben 63 Leather. Leather. Ach, Stroh. Warte. Habe ich bestimmt noch in der Kiste gehabt. Habe ich nicht drauf geachtet, ob es da noch Stroh gibt. Aber ist jetzt auch egal. Wenn wir jetzt sterben, ist dann alles egal. Denn dann haben wir jetzt ein Bett. Ja. Ach, geil. Chef, ich habe das Bett fertig. Juhu. So. Jetzt ist nur meine Frage. Wie wollen wir das machen? Wollen wir hier erstmal leveln, bis wir das Floß können? Oder willst du so lange noch was bauen? Oder wollen wir direkt rüber? Mit einem Schrank? Würde ich sagen. Das war so in den 20ern, ne? Also noch eine kleine Base mit dem Dach oder wie? Zum Leveln. Ja. Okay. Gut. Dann machen wir das so. Dann sage ich jetzt an dieser Stelle erstmal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich denke, in der zweiten Folge werden wir bestimmt gut vorankommen. Schauen wir einfach mal ein bisschen. Also nochmal, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sind jetzt raus. Tschüss, haust rein.